Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und gleich und heute gibt's Animation Throwdown Daily Shop News mit unserem Unterhaltungsgeist, dem Waschbär. Ja, willkommen in unserer Talkshow. Bisschen erkältet. So. Bisschen, ja. Hört sich an wie, als hättest du gerade. Also ich. So, schauen wir mal, was es heute so alles gibt. Also, hier haben wir den Mythic Pop in der Mamas altmodischen Geheimnisschatulle. Dann gehen wir mal hier rein in den Shop. Nach wie vor das Mythic Bender. Oh, Mythic Bender ist so krass. Ja, der ist geil. Mit Children's Author Henry Haber. Die würde ich auch gerne haben. Ja, ich auch. Ja. Aber lieber Zoidberg. Ja, immer noch, ja. Obedience Box gibt's auch noch. Hier Obedience. Das ist die stärkste Mythic, oder? Finde ich, ja. Stan ist zweitstärkst. Was? Stan ist die stärkste. Nein. Findest du nicht? Nein. Damals war ja Stan die stärkste. Ja, in Anfangszeit, ja. Quahog Preschool. Henry Haber Debater, Mr. Front Bill Daughtry und Dr. Amy Wong. Ist eigentlich auch eine ganz coole Box. Ja, und dann sind wir schon in der Meisterschaft angelangt. Da gucken wir mal, was da so momentan am Start ist. Wie heißt das eigentlich Meisterschaft? Gibt's da was zu gewinnen? Mastery. Alles abgehackt hier irgendwie bei mir gerade. Oh ja, süß. Egal. So, also, dann haben wir zum einen als allererstes eine mega geile, das ist wirklich eine geile First-Hitter-Kombo. Was denn? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ah, gut. Der Running Back Hank und der Running Back Hank ist halt tatsächlich, also das ist ein also wenn man das ganze Ding hier mal jetzt maxed out setzt. Ich finde die nicht so toll. Die ja, ist mega, das ist eine First-Hitter-Kombo. Guck mal hier, du hast hier 47 Angriff. Ich finde das nicht gut. 47 Angriff. Ich finde die Waffe, die Kombo einfach überhaupt nicht gut, so, weil es einfach, also du musst halt beides maxed haben. Klar, aber ich finde es jetzt nicht so krass, da könntest du auch ein ganz anderes Kombo spielen. Eine 47er First Hit Kombo musst du erstmal finden. Ja. Das ist, damit machst du fast alles kaputt. Hat auch keine 47. Doch, hat am Anfang direkt. Nein. Mit ausgemacht natürlich. Können wir. Ja, wann hast du, wo hast du denn ein Mythic Stand? Du hast gesagt, ja, ausgemaxt. Ausgemaxt hat der Drunken Stand. Also, wir gucken. Okay, jetzt pass mal auf. Wenn du der Meinung bist, so, dann gucken wir mal nach einem Drunk Stand. Ja, so, und dann wirst du ganz schnell feststellen, dass der Drunk Stand vielleicht in der zweiten Runde so stark ist, aber Drunk Stand nicht in der ersten Runde. So, also. Mythic ausgemaxt. Ja, Mythic ausgemaxt kannst du nicht machen, weil keiner hat eine, also zumindest von uns keiner hat eine Mythic Maxed Dings. So. 41. Aber auch noch die Mauer und Crazy. Ja, ist ja scheißegal. Es geht um den First Hit. Es geht jetzt erstmal um den First Hit. Das ist total weniger, wow. Was? Das sind 47 hier. Hm? Achso, 47. Was machen wir denn? So. Das hier sind 47. Ja, mit 6 Schaden. Wow. Das 47 ist fast das absolute. Also ich kenne momentan. Ich wüsste jetzt nicht, welche Combo im First Hit mehr Schaden aktuell macht. Auch nicht. Nee. Nein. Auch kein 6-Wall von der Peter. 46 mal im Ring. Aber. Irgendwie redet mein Waschbär, wenn du redest. Okay, perfekt. Okay. Und zwar, Hey! Mann! Warum redet er, wenn du sprichst? Also, ich bin trotzdem. Wer ist denn hier in der Kamera gerade drin? Du oder ich? Das gibt's doch nicht. Also. Also, ich würde mal sagen, jetzt ist einfach mal, Wieso hat er dich die ganze Zeit in der Kamera drin? Was ist denn das? Also, ich würde mal eben sagen, dass der Drunk Stand trotzdem mal ein bisschen stärker ist. Einfach so, weil der Stan halt, Craze und Mauer. Natürlich ist der Drunk Stan, aber es ist völlig, Moment, pass auf, dass das Entscheidende ist, jetzt halte ich fest, so. Ja, okay, ich halte fest, ja? Ja, halte ich mal fest, ja, weil,
Wenn ich erstmal alles zerstöre, was da vorne kommt, dann muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen. Dann ist scheißegal, ob ich Grace habe oder nicht. Stell dir mal vor, du schaffst es im First Hit nicht. Dann kommt er mit irgendeiner Scheiß-Kombo. Ja, die Gas oder keine Ahnung, irgendwas mit Hijack und so ja, weiter. Und dann ist dein Stand am Arsch. Ja, aber ganz ehrlich, als ob dein Running Back Hand alles wanted. Das wanted mit ja 47, wenn du... Nicht alles. Ist und fast alles. Es gibt kaum Karten. Ja, es gibt kaum Karten, aber es gibt immer Karten, die das toppen. Und wenn einmal diese Karte was toppt, ist die eine Karte... Ja, ist beim Drunk Stand aber genauso. Aber wenn ich hier jetzt, für die ganzen Whales, wenn ich hier jetzt 10% draufpacke, dann bin ich schon... Insgesamt, also dann habe ich hier 24 Punch und habe da entweder 27 oder 28 Angriff. Dann bin ich bei 52, das macht auch eine Mythic Louise kaputt und keine Ahnung was. Da gibt es über 50 Angriff im First Hit. Da, was gibt es da großartig? Gleich, deine ja. Karte ist immer noch da im Bild, ne? Ja, natürlich. Bin ja auch stolz darauf. Auf die Karte? Ja, natürlich. Auf die Waschbärkarte. Ja? Ja? Findest du die immer ja. Toll? Natürlich. Ja, so. Ja. Also, bedeutet. Ich muss mal eine Tilly-Karte machen. Für diejenigen, die eben den Hank maxed mit der Tom Landry Middle School maxed haben, das Ding ist halt wirklich ein. Ja, vor allem jetzt kommen wir mal mit hinzu. Jetzt haben wir auch noch den Educated. Wir sind gerade bei der ersten Combo, oder? Wir ja, genau. Weitermachen. Ja, so. Also, das Ding ist auf jeden Fall ein absolutes Monster nicht. Und. Doch. Nein. Das ist. Kauf lieber den Drunkstein. Hört nicht ab. So. Nein. Wer macht hier die meisten Kämpfe? Du oder ich? So. Jetzt ist es ganz schnell still. So. Bill Doughty. Du hast gesagt, Kämpfe. Ich? Welche Kämpfe? Ja, du meinst jetzt in Fortnite, aber wir sind hier bei Animation Throwdown. So. Nein, wir sind nicht bei Animation Throwdown, wir sind bei Animation Throwdown. Also, Bill Daugherty, Burns Paul, High Heat, Bill da hinten mit einer ja, Mauer und Bombe, aber da würde ich jetzt keine 500 Gems für ausgeben. Für das ah, Spiel. Hast du gerade ein Spiel gekriegt? Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, bitte nicht! Was denn? Mach mal ganz das Mikrofon aus. Nein, das ist nicht zu sehen. Der rechte? Ja, ist echt nicht zu sehen. Ich habe das schon ein paar Mal. So, dann haben wir hier Internet Porn. Oh. Mit dem Quagmire. Meine Stimme ist kaputt. Meine Stimme ist total kaputt, ja. Weil ich ja gleich hatte heute Mittag einfach so eine Stimme gehabt, als wäre gerade im Stimmbruch. Ja. Voll witzig. Hier, Quagmire mit irgendeiner Drogenkarte, Hype No Toad, Leon Petard oder so, hast du 18-fach Craze. Ja, was denn mit Green Licking? Toad Licking, da unten auch 18 Craze. 18 Craze ist das höchste der Gefühle an der Stelle. Ja. Und ja. Ja, also erstmal gibt es wenige Leute, die den Mythic Quagmire haben. Und zweitens, finde ich jetzt nicht so krass. Ist schon stark, wenn sie in Fahrt kommt. Also wenn du die irgendwo hinten auf Platz 3 oder 4 hast. Oder wenn du sie ganz am Anfang spielst und sie kann stark werden. Aber die kann auch relativ schnell am Arsch sein. So, dann machst du mal also Internet-Porn. Auf jeden Fall ist schon eine starke Combo, definitiv, aber ist grenzwertig, also kann man, jetzt gehe ich schon wieder da rein. So, und dann haben wir hier I get what I want. Und I get what I want ist das hier, da haben wir einmal den Steve. Total schlecht. Und dann haben wir hier den Steve Smith. Und dann haben wir hier mit einer Spielzeugkarte, die einzige legendäre ist der Wireless Audio Transmitter. Und dann kommt das da hinten raus und das lohnt sich nicht wirklich. Also, die einzige, also ich sag's mal so, für diejenigen, die gerne Gems ausgeben für Kombos, ist vorne eben der Running Back Hank die erste Wahl. Den würde ich auch, da würde ich alles reinpulvern, was geht. Doch, definitiv. So. Und wenn du über 50 Schaden hast, hast du fast zu über 90%, 95% aller Rumbles hast du 100 Punkte, wenn du die am Anfang hast. So, anders, da sieht es mit Internetporn aus. Da ist es schwerer, auf 100 Punkte zu kommen, weil eben der am Anfang nur 27 Angriff hat. Andere Karten dadurch erstmal überhaupt ins Spiel kommen können. Natürlich, ohne Frage, Internetporn ist eine geile Kombo.
Und das Ding kann mega stark werden und kann natürlich auch ein Match entscheiden. Aber man muss immer bedenken, der Gegner kommt bei so einer Karte ins Spiel und dann musst du teilweise eben, wenn es dumm läuft, kämpfen um deine Punkte. So, also nur zur Erklärung, warum ich jetzt sage, ein Running Back Hank ist stärker als Internetporn. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Irgendwie bin ich durcheinander. Macht's gut, bis dann und tschüss.